Ulmer Feldhaus Menning-Neufurt hat ein neues Schmuckstück. Unter dem Namen Wirkstadt wurde nun das ehemalige Volksheim neu generalsaniert und Ende Dezember nach 16-monatiger Bauzeit nun endlich fertiggestellt. Die Nachbarn wurden ganz exklusiv von Amstettens Bürgermeister und dem Ortsvorsteher eingeladen, um sich vorab schon mal einen Blick in die neuen Räumlichkeiten des Veranstaltungszentrums zu verschaffen. Also die Wirkstatt ist wunderbar geworden. Wir haben da einen wunderbaren Veranstaltungssaal zwischen 150 und 250 Sitzplätzen, bei Konzert bis zu 350, 400 Sitzplätzen, eine wunderbare Bar. Und auch die Vereine finden hier ihren Platz und der Herr Ortsvorsteher wird das dann noch weiter erläutern. Also die Wirkstatt bietet nicht nur einen Veranstaltungssaal, sondern wirklich auch eine wunderbare Heimat für die Vereine bei uns. Wir haben insgesamt 9 Vereine hier und Vereinsräume in allen Größen. Den größten Vereinsbereich hat der Musikverein Ulmerfeld aus Menning-Neufurt mit ca. 340 Quadratmeter. Den kleinsten Vereinsraum hat Ulkids mit 33 Quadratmeter und dann haben wir noch einige Vereine, was da dazwischen sind. Wir haben ein sehr großes Spektrum an Vereinen, was hier sind, eben Kulturvereine wie der Musikverein, Ulkids. Wir haben Sportvereine erinnern wie Athos, Askö, die Stockschützen, unseren Schützenverein Theresienthal. Und wir haben auch soziale Vereine erinnern, eben Westrand, was dort einen neuen Jugendtreff bekommt hier in der Wirkstatt. Und die wird die Räumlichkeiten Westrand auch gemeinsam mit dem KOBV, mit dem Körperbehindertenverband, nutzen, wo eben dort auch dann möglich ist, an mehreren Tagen die Sprechtage in Anspruch zu nehmen. Die Gebäudegröße wurde von außen nicht erweitert. Die Besonderheit bei dem Gebäude war eigentlich, dass wir einen geladenen Wettbewerb gehabt haben und haben als Vorgabe vorgegeben, dass man bei dem Gebäude äußerlich nichts ändert und keine Flächen dazu baut eigentlich, sondern nur mit alles, was wir Raumfehlbedarf gehabt haben, das im Keller ermöglicht, wo zum Beispiel jetzt die Disco reingenommen worden ist, wo jetzt der Schützenverein drin ist. Und das war eigentlich die größte Herausforderung für den Architekten, dass das Gebäude nicht größer wird an der Außenhülle. Dennoch bietet die Wirkstatt auch Platz, um Räume zu mieten. Also die Wirkstatt bietet neben dem Veranstaltungssaal, den man natürlich für Feiern und so weiter nutzen kann, der für große Feiern, aber auch für kleine Feiern, wo nur der Barbereich möglich ist zu nutzen, auch für Sportvereine oder Yogakurse die Möglichkeit, einen Raum mit ca. 75 Quadratmeter, den man anmieten kann, und einen Raum mit knapp über 100 Quadratmeter, die können Vereine mieten. Im Prinzip ähnliche Modus, so wie es bei den Turnhallen, bei den Schulen ist, so wird das auch hier funktionieren. Mit modernstem Design und Liebe zum Detail wurde der Wirkstatt neues Leben eingehaucht. Unter anderem durften dabei auch die Bürger mitentscheiden. Gemeinsam mit dem Ortsvorsteher Anton Geister habe ich einen Markenprozess gemacht. Da haben wir dann definiert, welche Materialien wollen wir hier finden, wie verkörpern wir die Wirkstatt nach außen. Und ich glaube, wir können nächstes Jahr ein großes Eröffnungsfest feiern für die Ulmerfelder Haus Menning-Neufurt und natürlich für die Amstetten und Amstettnerinnen, weil ich denke, es ist eine perfekte Kombination. Johann-Pölz-Halle, Wirkstatt, die ergänzen sich sehr gut, alleine vom Größenangebot. Ja, wie geht es weiter mit der Wirkstatt? Die Wirkstatt wird endabgenommen und die AVB bekommt die Wirkstatt dann für die Verwaltung, für Events, für zusätzliche Attraktionen in Amstetten und für rund um Amstetten. Rund um das neue Veranstaltungszentrum stehen künftig auch etwa 150 Parkplätze auf Eigengrund zur Verfügung. Die offizielle Eröffnung der Wirkstatt wird im Frühjahr stattfinden.